Aber wir kaufen das Ganze jetzt erstmal hier, ihr seht es, enthüllen 100 SP-Punkte und wir ziehen einen Dachaufsatz. Wir öffnen nochmal das letzte geheime Item, einfach mit der Nase, komm. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code REAPERS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator-Code bei REAPERSYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Moin Freunde, was geht ab? Ich bin bei REAPERS und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen freshen Rocket League Sideswipe Video hier auf meinem Kanal. Und Freunde, heute gibt es mal etwas richtig Geiles. Heute gibt es ein Mystery Item Opening in Sideswipe, denn im Gegensatz zu normalen Rocket League bietet Sideswipe die Möglichkeit, im Item Shop eben immer ein Mystery Item zu kaufen. Dort gibt es ja eben auch jeden Tag ein Gratis-Item. Ihr kennt das Ganze, falls ihr Sideswipe selber habt. Falls nicht, downloadet es euch. Es ist jetzt global released worden. Ja, also ab in Store, ab downloaden und let's go, grindet rein, ja. Und wenn man eben das Gratis-Item abgeholt hat, dann gibt es eben die Möglichkeit für 100 SP, 200 SP, 300 SP und immer so weiter eben ein Item zu kaufen. Deswegen, man weiß vorher nicht, was rauskommt. Wir werden heute ein Opening daraus machen. Ich habe roundabout 5000 SP-Punkte. Ich werde alle ausgeben für dieses Opening. Ich bin gespannt, wie viel wir überhaupt ziehen können. Ich bin gespannt, was wir ziehen. Und ich habe richtig Bock. Lass ein Like da, lass ein kostenloses Abo da. Und wenn du Bock hast auf weitere Openings, schreib mal Hashtag Opening in die Kommentare. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Zuallererst würde ich sagen, holen wir uns doch erstmal hier Stufe 30 im Rocket Pass ab. Ja, einfach mal so ganz nebenbei gucken, was da rauskommt. Ist ja auch ein Mystery-Item. Man sieht ja da auch nicht, was rauskommt. Je nachdem, wie lang das Video hier wird, ich bin mal gespannt. Zocken wir auch noch eine Runde. Also einfach mal schauen, wie lang es denn hier so wird. Genau, ich bin mittlerweile auch schon Stufe 30. Habe also ordentlich reingegrindet. Und ihr seht, ich bin mittlerweile auch Gold 3, fast sogar Gold 4. Ich war sogar kurzzeitig Gold 4. Bin leider wieder abgestiegen, aber wir gehen jetzt hier in den Item-Shop. Mein tägliches kostenloses Item habe ich schon abgeholt. Deswegen müssen wir jetzt 100 SP-Punkte ausgeben. Ich bin auch mal gespannt, wann Trading reinkommt. Habe ich richtig Bock drauf. Wann hier mal wirklich neue Items großartig reinkommen. Aber wir kaufen das Ganze jetzt erstmal hier. Ihr seht es, enthüllen 100 SP-Punkte und wir ziehen einen Dachaufsatz. Raster. Sieht jetzt nicht so krass aus. Verwerfen wir natürlich. Und jetzt seht ihr, das Ganze kostet mich schon 200 SP-Punkte. Und das geht halt immer so weiter. Derby-Dachaufsatz, ungewöhnlich. Ihr könnt aber natürlich auch davon ausgehen, also ich würde einfach mal davon ausgehen, je mehr SP-Punkte ich ausgebe, desto wahrscheinlicher ist es natürlich hier Atomizer zu ziehen, Werwolf. Oh mein Gott, lol, das Auto habe ich ja noch gar nicht gesehen in Sideswipe. Also das hat anscheinend wirklich noch niemand gezogen. Schmetterlinge, auch ultra geil. Ja, also ich hoffe, dass ich hier einiges ziehen werde. Vielleicht einfach mal irgendwas hier von oben. Okay, es gibt aber auch halt geisteskrank viele Items, ne? Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da halt irgendwas von oben ziehe, ist natürlich unwahrscheinlich. Boah, Atomizer sieht geil aus. Okay, komm, wir müssen weiterziehen. Ja, wieder hier nur einen gewöhnlichen Dachaufsatz. Ey, schon 3 Dachaufsätze gezogen. So, komm, weiter. Wieder ein Dachaufsatz. Ey, wirklich, das ist geisteskrank. Ich werde übrigens im nächsten oder übernächsten Sideswipe-Video werde ich euch einen geisteskranken Trick verraten, um wirklich extrem schnell SP-Punkte zu bekommen. Ja, seid da gespannt. Wird es auf jeden Fall geben. Und jetzt müssen wir schon 500 einfach ausgeben. Flammenwerfer-Boost. Oh mein Gott, wie geisteskrank. Das ist geil. Das ist geil. Den möchte ich mir auch gerne mal anschauen an der Stelle. Ich hoffe, den können wir uns auch anschauen in der Garage vielleicht. Auto einfach mal anpassen. Ja, Mann. Oh mein Gott, der ist im normalen Rocket League auch ultra geil. Ich finde ihn sehr, sehr geil. Ich habe auch übrigens hier Sonnenstrahl. Finde ich auch nicht schlecht, ne? Dark Matter habe ich auch schon in Lindgrün. War, glaube ich, im Rocket Pass drin. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir müssen weiterziehen. Wir müssen weiterziehen. Und wir müssen wieder 500 ausgeben. Oh mein Gott! Sonnenstrahl in Pink. Ein Import Item, sehr geil. Habe ich leider nur schon, glaube ich. Habe ich das nicht gerade gezeigt? Weil wir müssen mal nachgucken. Sonnenstrahl. Habe ich das nicht schon zufälligerweise gerade gezeigt? Ja, ich habe Sonnenstrahl schon. Egal, wenigstens nicht so ein Schrott-Item gezogen. Und ihr seht auch, hier ist halt Schluss. Ab 500 SP-Punkte kann man nicht mehr SP-Punkte ausgeben. Ja, wir haben trotzdem noch einige am Start. Oh mein Gott, ich dachte gerade, das wäre diese Blüten-Torexplosion. Die wäre natürlich sehr geil, aber die gucken wir uns auch nochmal eben an. Hier die
den kleinen Boost. Mal gucken. Oh Gott. Okay, der sieht natürlich sehr gewöhnungsbedürftig aus. Ja, ist entspannt. Ist entspannt, würde ich sagen. Item Shop und next one. Oi. Wir haben Pork Pie Hut wieder. Ein Dachaufsatz. Ich habe das Gefühl, ich ziehe irgendwie nur Dachaufsätze. Ja, ich hätte auch mal Bock vielleicht auf so coole Räder oder so. Ich weiß nicht. Also am coolsten wäre halt wirklich irgendwas von oben. Also halt irgendwie, ja, die drei obersten Items wären halt cool. Ja, vor allem das Ding ist, da steht auch oben Geheim-Item, mögliche Inhaltsstücke, 14 von 78 gesammelt. Also, oi, da geht einiges noch, da geht einiges noch. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich jetzt ein Item schon gezogen habe, kann ich das dann nochmal ziehen? Ist halt auch wieder so die Frage, ne? Geldscheine auch wieder gewöhnlich. Sieht auch cool aus, ne? Ey, also ich ziehe geisteskranken Scheiß. So, komm. Die letzten zwei wieder hier Räder gezogen. Ich würde sagen, wir öffnen nochmal das letzte geheime Item einfach mit der Nase. Komm. Und wir ziehen zielsicher. Leider heute nichts Krasses am Start. Aber trotzdem muss man einfach sagen, es war okay. Es war okay. Ich hätte mir zwar auch einfach Partyzeit hier kaufen können, die Tor-Explosion, aber ich hätte irgendwie lieber Atomizer oder so. Habe ich auch schon ultra oft irgendwie gesehen. Also andere ziehen das anscheinend, ich irgendwie nicht. Ist auf jeden Fall sehr unlucky. Ich würde sagen, wir zocken einfach nochmal eine Twos-Runde. Dann zeige ich euch mal, ja, dass ich vielleicht besser geworden bin. Ich habe auch eine coole Anstoßtaktik. Die werde ich jetzt aber in diesem Video noch nicht zeigen. Da wird es auch nochmal ein einzelnes Video zu geben. Let's go, ab in die Runde. Okay, so, jetzt in der Runde. Wie gesagt, die Anstoßtaktik zeige ich euch, wie gesagt, noch nicht. So, schön den Ball erstmal geklärt. Ich bin mal gespannt, was ich für ein Mate am Start habe. Oh, shit. Oh mein Gott, das war gar nicht geplant. Den so unfassbar hochzuhauen. Der kommt eigentlich ganz gut. Ja, nice. Let's go. Okay. 1-0 für uns. Ich habe auch wieder keinen Akku mehr. Ey, das ist unfassbar. Ich finde das ganz cool, dass man aber in-game sieht, wie viel Akku man hat. Ist eigentlich eine ganz coole Sache. Hier wird er halt safe, ja, so spielen. Das war halt irgendwie so vorauszusehen. Da wird halt auch gleich der Schuss kommen. Ja, schöner Double von ihm. Ja, schade. Habe ich sogar fast noch gehalten. Also wirklich so ab Gold-Elo kann ich euch wirklich sagen. Es geht so los mit Schwitzen. Das ist richtig unnormal. Oh Gott. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich das war. Oh, oh mein Gott, Mate. Macht er ihn rein? Nee. Schade. Das ist halt wirklich einfach wieder Pech. Das ist wieder Pech ohne Ende. Wirklich, Leute, ich habe teilweise, dann bin ich mit Joe am Zocken. Wir rasten richtig aus, weil die Gegner wirklich so viel Luck haben und die Bälle so beschissen kommen. Guckt euch das an, Mann. Das ist total behindert teilweise. Also, ich habe auch, ich weiß gar nicht, gestern oder so hatte ich Once gezockt. Mich ärgert es immer noch, dass die Once-Map anders ist wie die Twos-Map. Na, ich lasse den einfach mal. Oh mein Gott, okay, ich habe den irgendwie so ganz komisch hochgespielt. Der wird halt wieder kritisch. Na, ich würde eigentlich gerne die Runde gewinnen. Okay, hier erstmal gesaved. Aber der wird halt... Ey, Mann, die Gegner haben so ein Glück gerade, dass die Bälle so... Die gehen random einfach rein, Mann. Das ist total geisteskrank. Teilweise haben wir auch so das Ding einfach, dass wir eine Runde gewinnen, eine Runde verlieren. Eine Runde gewinnen, eine Runde verlieren. Immer so weiter. Mir hatten auch einige in die Kommentare geschrieben, dass sie stuck sind. Guckt euch das an, wie ihr jeden 50 gewinnt. Und ich kann euch einfach nur sagen, zockt einfach. Wirklich, zockt einfach. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Boah, schön. Denn irgendwann werdet ihr halt einfach gewinnen. Ihr werdet besser. Irgendwann ist das Glück mal auf eurer Seite. Und ist es noch machbar. 25 Sekunden für zwei Tore. Wenn wir jetzt irgendwie so direkt einen Kick-Off-Goal machen oder so, wäre das eigentlich machbar. Okay. Ja, oh mein Gott, wie konnte er den halten? Ja, schön, let's go. 20 Sekunden für noch ein Tor. Das wäre wirklich unfassbar geil. Ich würde es wirklich lieben, wenn das jetzt passiert. Ich würde es wirklich vergöttern. Ich würde es vergöttern. Aber nicht, wenn das passiert. Okay. Mate spielt ihn weg. Mate macht ihn jetzt rein. Ich sag's euch. Nein! Oh mein Gott, so unlucky. So unlucky. Leute, ey, wirklich, schreibt mal gerne eure Meinung zu dem Luck in die Kommentare, generell in Sideswipe. Also jetzt nicht nur auf meine Runde bezogen. Aber es ist einfach Pech, einfach Pech, einfach Pech.
Und wenn der jetzt reingegangen wäre, das wäre es wieder. Ja, ich verliere leider meine Runde, somit verliere ich wieder einen Punkt. Zum Aufsteigen, ihr wisst es, Road to Grand Champion. Er ist immer noch am Start. Schade. Ist doof gelaufen. Trotzdem würde ich sagen, war es auf jeden Fall ganz cool und wir hatten ein cooles Opening. Falls dir gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da und schreibt mal in die Kommentare, was du aktuell für Items hast und Sideswipe, welcher Rang du bist. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Barry Fast. Yo, ciao, ciao.